Camping Caladeo Quest. Richtig schönes Örtchen. Hier stehen wir ohne Strom und wir wollen es mal testen. Was noch so passiert, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schick die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Lassen wir mal kommen hier. Kaffee, Cappuccino gibt's. Ich habe mir das Teil jetzt mal hier hingestellt. Man kann damit auch so kochen, sagt Mops. Ich habe ja gesagt, ich will Pancakes auf jeden Fall machen. Der Mian ist wie von Sinn, der ist schon wieder unterwegs draußen. Da hinten ist auch eine deutsche Familie mit einem Kind. Ja, das ist natürlich immer dann sehr praktisch, ne, wenn die dann hier so schön spielen können. Ich kann euch sagen, also heute ist 26 Grad in der Spitze. Wir haben morgens 9.08 Uhr. Tür auf, Fahrzeug 27 Grad. Also unglaublich, wie sich das anfühlt hier. So, jetzt lassen wir erstmal hier kommen. Ja, das Ganze sieht doch richtig schön aus. Also ich bin auch immer auf einer ruhigen Flamme unterwegs. Ja, sonst brennt es auf jeden Fall an. Ja, was ist jetzt drin? Also ein halbes Kilo Mehl, halbe Backpulver, dann einmal hier so ein Gläschen, halben Liter Milch. Und ja, dann kann man halt noch ein bisschen süßen. Ich habe es jetzt mit Dattelsirup gemacht, weil wir das noch aus Marokko haben. Und ja, hier haben wir schon wieder richtig viel Wäsche auf jeden Fall. Das gibt's gar nicht. Ne? Also mit einem Baby, dann wird es doch noch mehr. Also ihr habt ja gesehen, wir hatten erst gewaschen. Das ist jetzt gar nicht so lange her. Mops, wie schmeckt's dir denn? Sehr gut. Ich esse die gerne so. Der Mian isst die gerne mit Honig. Der Illo isst gerne mit Nutella. Ja. Und ja, für viele ist vielleicht mal interessant. Schaffen wir das überhaupt hier alles autark? Wir haben ja diesmal hier ohne Strom gebucht. Ich glaube, das wäre auch teurer gewesen. Mhm. Und wir haben ja jetzt schon ein paar Mal mit dem Thermomix gekocht. Genau, also wir zahlen hier, glaube ich, pro Tag 22,35 Euro. Genau, und wir waren hier, einmal waren wir letztens auch autark, da habe ich den Thermomix genutzt und das war halt dieses, boah, klappt das denn autark? Na ja. Und das hat echt gut funktioniert. Nach dem Kochen waren irgendwie 75% gewesen von der Batterieleistung, die noch übrig war. Das fand ich sehr, sehr gut. Und ja, gestern auch. Wir haben hier... ja, heute Morgen sind wir mit 76% aufgewacht. Ja, ne? Aber die 76, wir haben abends die Handys geladen, muss man dazu sagen. Jetzt, ja, ja. Fernseher gestern hat Mia noch geguckt, Thermomix, alles so weiter. Thermomix, ne? Dann die Max-Van morgens und dann irgendwie mit 67% sagtest du aufwachen. Ne, 76 und jetzt sind wir runtergefallen auf 66. Jetzt haben wir auch viel hier gemacht und jetzt kommt die Sonne ja und knallt wieder alles voll. Also ich kann euch das Ganze einfach mal hier in der App zeigen. Ja, das zum Thema Illo ist mit Nutella. Also da ist die Chefin natürlich auch, die magst du das auch? Ne? Genau, also was läuft eigentlich dauerhaft bei uns? Das ist auf jeden Fall der Router. Zahnbürste zum Laden, die läuft dauerhaft. Klar, die Handys halt. Ich überlege gerade noch, was läuft noch? Der Aquion zumindest ist ja an und da ist ja nur die Uhrzeit. Ja, genau. Aber natürlich nur, wenn wir dann den Wechselrichter da oben dann auch anmachen. Ja, hier sieht man es mal einfach. Ne? Also hier sieht man mal genau, ja, was kommt jetzt in diesem Moment rein? Es ist jetzt 11 Uhr. Die Sonne steigt natürlich jetzt. Wir haben ja das Gute, dass wir auch ein Paneel rauslegen könnten. Wir könnten mit der Hubschützenanlage eventuell noch ein bisschen den Winkel vielleicht, also mit guten Wollen geht alles. Ne? Und ja, wir sind heute mal gespannt, was passiert dann. Also sonst kommen wir immer so bis zu 97% hoch. Hier sieht man mal den ganzen Verlauf. Also hier standen wir die ganze Zeit an Strom. Nachts machen wir dann halt den Wechselrichter auch aus. Und genau, jetzt haben wir hier halt gesehen bis heute Morgen. Und das gucken wir uns später auf jeden Fall nochmal an. Ja, die Wäsche ist gewaschen. Vorbereitung fürs heute Abend. Grillen laufen auf jeden Fall. Und ja, spülen muss ich noch. Und gehen wir erstmal raus. Also, ne? Gehen wir mal raus, das gibt's ja gar nicht. Zieht euch
ich das mal rein. 31 Grad. Das ist schon echt der absolute Oberhammer. Der Mian, der ist eigentlich da oben. Der hat jetzt irgendwie ein Problem mit einem Monster Truck. Ist leider einer kaputt gegangen, sehe ich gerade eben. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Aber ab und zu geht sowas natürlich kaputt, ne? Naja, das ist auf jeden Fall immer doof. Ja, wir haben auf jeden Fall hier alles schön draußen. Also Teppich und so weiter. Das ist schon richtig schön. Und so von der Lage her, wir haben natürlich gerade auch gesehen, vorne links oder rechts sind welche rausgefahren. Also da hinten auch. Da seht ihr, da ist eine gute Lücke. Und jetzt könnte man natürlich vorstoßen. Einige sind auch schon vorgestoßen auf die erste Reihe. Aber ich glaube, wir stehen hier einfach neben diesen wunderschönen Olivenbaum genau richtig, weil von hier aus auf jeden Fall können wir schön über den ganzen Platz blicken und ja, sehen dann, da hinten ist der Mian zu gehen bei Kindern oder halt da oben und ja, so können wir gut gucken. Finden wir auf jeden Fall gerade eben ganz vorteilhaft und ja, der Weg bis zum Meer, der ist auf jeden Fall ganz, ganz nah hier für uns, also eine super Ausgangslage. Hier habe ich gerade eben jemanden schon duschen gesehen, also ja. Zum Strand runter, Salzwasser, sich dann hier wieder abduschen, wieder clean sein. Das macht auf jeden Fall ja richtig Sinn und wir werden gleich auf jeden Fall mal zum Strand runtergehen. Ja, wer würde natürlich hier nicht zum Strand runtergehen, aber ich will euch natürlich auch noch so ein bisschen den Platz zeigen, weil da vorne habe ich auch noch was gesehen, das ist so ein bisschen geschichtsträchtig. Ja, da vorne mit den Herren, da war ich auch schon im Supermarkt, habe ich den schon kennengelernt, war man total am Schäkern. Der ist auch schon öfters hier, der sagte sowas wie, weil die Berge so im Hintergrund sind, kommt hier immer richtig kräftig Wind runter. Und er sagte, ja, er stellt sich immer gerne dahin, er ist jahrelang ist er schon hier. Und ja, wenn es hier windet, dann windet es hier richtig und dann ist das Wasser auch tatsächlich bis hier vorne hin. Und ja, alles, was dann draußen ist, sagte er, das fliegt einfach weg. Also hier ist halt diese Windzone, ihr habt es ja auch mitgekriegt, wir waren ja in Südfrankreich, da kam es ja auch so von den Pyrenäen, kam dann so dieser Windstoß in dieser Bucht einfach runter. Und vielleicht ist das auch genau hier, so habe ich es mir auf jeden Fall sagen lassen. Aber hier gibt es auf jeden Fall das, was ich halt besonders an diesem Platz finde. Was natürlich auch gut ist oder wo jemand anderes vielleicht sagt, okay, die einen stellen sich so hin, das ist irgendwie unfair, weil es könnten ja mehrere so stehen. Jeder darf hier frei entscheiden, wie er steht und ich finde das eigentlich cool. Und ich bin auch nicht der Typ, der jetzt sagt, ja, warum steht denn der eine so und der andere so, weil ja, hier ist viel, viel Platz. Ich werde euch das Ganze nochmal zeigen, also hier ist kein Engpass, nicht mal ansatzweise. Wer weiß, wie viele hier hinpassen auf diesen Platz. Und ja, wir starten erstmal schön in diesen Tag. Camping, Pension, wie heißt da der Platz? Cala de Oques, so würde ich es einfach mal nennen. Ja, mit sofort einem Supermarkt hier vorne auf der Ecke. Der hat auch auf mit einem Spielplatz hier vorne an der Ecke. Und ja, auch ein Restaurant, wo man schön draußen sitzen kann. Dieser Palmenempfang, das Ganze sieht richtig gut aus. Und ich bin ganz ehrlich, also nicht jeder weiß es vielleicht, den Hochzeitsantrag hat Mops auf Formentera, was so in dieser Richtung circa oder vielleicht in dieser Richtung circa liegt. Und da sah das Ganze auch, La Rochette heißt das Restaurant. Wir haben da nur Halbpension, glaube ich, also mit Frühstück und Abendessen. Nur Frühstück hatten wir auf jeden Fall dabei. Und das Ganze sieht fast aus wie dort. Also direkt hier vorne, ja, mit den Steinen und so weiter. Und ich finde das hier auch, es geht halt auch, es ist Geschichte und so weiter. Ich weiß natürlich jetzt nicht, mit welchen es direkt was zu tun hat. Aber wenn man sich hier mal so ein bisschen hochpirscht, dann hat man natürlich eine super schöne Aussicht.
Und das möchte ich euch auf jeden Fall zeigen auf einen richtig schönen Strandabschnitt. Aber natürlich auch die Geschichte hier mit diesen ganzen Betonbauten und sowas. Die sind natürlich auch dabei. Aber der Blick von hier oben, und ich werde jetzt nicht zu nah ranzoomen, denn hier ist FKK. FKK, ja, jeder, manche mögen es, vielleicht auch nicht. Und da habt ihr hier natürlich auch nochmal eine super Möglichkeit. Ich denke, wir haben hier durch den Weitwinkel, werde ich jetzt hier niemanden irgendwie ja, auf die Bluse gucken und filmen. Das möchte ich auch auf jeden Fall nicht. Aber hier die Aussicht, das ist schon krass. Und wenn man sich überlegt, wer hier mal drin gehockt hat und so weiter, das ist auch schon krass und heftig. Und ja, naja, jetzt hatte ich doch jemanden auf der Linse, also ich möchte hier wirklich keinen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass man hier richtig schön spazieren gehen kann. Also ich habe gerade auch nicht das Gefühl, dass wir hier mal eben zack, zack, zack wieder weg sind. Also das ist hier echt super schön. Und ja, wer von da draußen mag sowas für die FKK? Also das ist ja eigentlich auch, also wenn man mal an Sommer denkt, also das, selbst ob mal FKK ist, manche machen das einfach. Ich finde es total in Ordnung. Also ich bin sowieso sehr tolerant in allen Sachen oder sowas. Jeder wie er mag. Und ja, natürlich wir jetzt mit einer Familie. Natürlich dann nicht so schön, also aber auch da vorne am Strand kann man super hingehen und ja, da werden wir uns jetzt gleich auf jeden Fall auch mal richtig schön hinsetzen. Also ich habe hier schon echt das Muskelshirt habe ich an, also so von der Wärme ist das richtig schön, dieser richtige spanische Flair. Und ja, wenn ich das hier rieche, ne, kennt ihr das? So diese, wie nennen sich diese Bäume hier, dieses Nadel, naja, ihr wisst schon, und das riecht so richtig. Das riecht wie Urlaub. Also das riecht einfach richtig so, ja, was man sich so vorstellt, ne? Wenn man so in Spanien ist auf jeden Fall. Hier ist er, der Supermarkt. Also er hat jetzt von 8 bis 16:30 Uhr geöffnet. Macht natürlich Sinn gerade eben. Wir wollen ja heute grillen tatsächlich, sich da was zu holen. Also hier direkt am Anfang, hier ist tatsächlich auch die Fähr- und Entsorgung. Und ja, wir kamen mit einem halbvollen Tank hier hin, Wasser. Aber ich glaube, also da hinten habe ich auch gesehen, wo wir direkt stehen, sind direkt ein Toilettenhäuschen. Und da kann man sich dann mal so ein bisschen Wasser holen und so weiter. Ja, hier kann man sich abends nochmal schnell eine Coke ziehen, wenn man möchte. Und hier geht man direkt durch und hier braucht man so einen Chip, um in die Duschen reinzukommen. Also hier ist dann immer separat Dusche mit Dings. Ich habe jetzt leider den Chip nicht dabei. Da muss man auch aufpassen. Kostet 5 Euro, wenn man ihn auf jeden Fall verliert. Und ich wasche gerade eben hier eine Wäsche und jetzt wollen wir mal gucken, ob die fertig ist. Also hier kann man auch spülen, aber auch hinten, wo wir stehen tatsächlich, da kann man auch spülen. Ja, und hier, ich, ja, schön Tischtennis zocken und so weiter. Hier vorne steht mein Bike. Und ja, hier kann man sich die Füße natürlich auch mal sauber machen. Aber gucken wir jetzt erstmal, ist sie jetzt fertig, die Waschmaschine? Und hier muss ich auch sagen, ist A, ganz schön laut. Also die rechte müsste fertig sein. Hier ist es ganz, ganz wichtig, dass man mal hier diesen Anweisungen folgt, also genau nach der Reihenfolge einfach dann machen und dann kann nichts schief gehen, weil ja, sonst geht hier vielleicht dieser Token, der geht dann verloren und das wäre ja super ärgerlich, wenn 5 Euro Eimer dann ja weg auf jeden Fall. Deswegen, ich lese hier gerade eben, Finn heißt für uns fertig. Ich habe gehört, die Miele, die rollt immer so nach, obwohl sie halt fertig ist. Das macht so ein bisschen knitterfrei, also ich würde sagen, stopp. Ja, jetzt ist Strandfeeling. Selbst Mops ist im Wasser. Ich habe sie gerade eben mal gefragt, warst du eigentlich in Marokko im Meer? Nö. Warst du in Italien im Meer? Nö. Erste Mal jetzt. Also klar, es ist schon recht frisch, aber wenn man sich drin bewegt und wenn man so ein bisschen macht, also so Mops ist nicht so die harte Socke, was Meer angeht. Also dann ist schon verwunderlich, dass sie drin ist. Ne? Und ja, den Ball, den hatte ich ja in Blanes geholt. Da kann der Mian jetzt richtig schön spielen. Ja, jetzt brutzelt es hier drin. Ja, wir haben zu lange am Strand einfach gesessen. Die Zeit einfach genossen. Es wird tatsächlich draußen langsam dunkel, obwohl es vielleicht noch geht. Aber irgendwie dann gleich. Ich kenne das, das dauert alles jetzt bei uns noch. Und ja, Mops ist hier vorne ganz gechillt. Es gibt auf jeden Fall Kartoffeln dazu und sie hatte hier einen richtig schönen Brokkolisalat gemacht. Ich habe auch schon probiert, das sieht alles sehr gut aus. Ja, Stromverbrauch, da wollten wir ja nochmal drüber reden. Jetzt sieht man mal, okay, also Navi, nee, nicht Navi, Entschuldigung, Drohne hatte ich noch geladen, den Max-Van lief den ganzen Tag. Ja, mehr haben wir nicht erreicht, 85% mehr war nicht drin, aber das ist auf jeden Fall jetzt schon
wieder total in Ordnung. Und ja, ich bin gerade am Überlegen, wir stehen natürlich auch gerade mit den Hubstützen. Könnte man da vielleicht nochmal was verändern, indem wir uns natürlich nochmal so ein bisschen ja, so zur Sonne ausrichten. Aber ich glaube, man kommt damit gut klar. Also jetzt Thermomix lief ja gerade auch wieder. Der zieht natürlich dann auch viel Strom und so weiter. Aber ich muss sagen auch, ich bin echt zufrieden, wenn man echt überlegt, was wir jetzt gestern Abend und heute den ganzen Tag benutzt haben. Und das Gerät, dass wir das wirklich auch autark alles super nutzen können und nicht in die Bedrulle kommen, sondern am Ende des Abends 85% haben. Trotz allem ist das echt eine coole Sache und ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ja, der Mian kommt jetzt auch schon, der hat auf jeden Fall Hunger mitgebracht, wir haben jetzt alle Hunger. Und da hätte ich auch mal eine Frage tatsächlich noch an euch, wie grillt ihr draußen? Weil es war mir jetzt doch ein bisschen zu spät, zu aufwendig mit unserem Lotus Grill. Das ist ein Gasgrill oder sowas, sagtest du, ne? Könnte man nein, auch nein, gut. Nein, 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 ich glaube, wir haben ja so einen kleinen Holzkohlegrill, ne? Bloß aber bis dann die Kohle warm ist. Und dann hast du hinter die Kohle, bis das Sachen drauf ist. Ich glaube, es wäre ganz praktisch, wenn man vielleicht einfach so einen kleinen Elektrogrill hätte. Wie habt ihr das? Würde mich mal interessieren. Haben viele vielleicht von euch hier so mit Gaskartuschen so einen Grill wahrscheinlich? Würde mich trotzdem mal interessieren, was ihr uns vielleicht empfehlen könntet, welchen Grill. Ich denke, wie gesagt, vielleicht wäre wirklich so ein Elektrogrill für uns eine feine Sache, weil das wäre zack, zack, fertig und gut wäre. Genau, das war es gewesen. Und ich wollte noch eine Sache. Ich habe es aber gerade vergessen. Ich habe Stilldemenz aktuell, muss ich sagen. Stilldemenz, ja, ja. Ja, mittlerweile kamen noch einige Camper dazu. Und das ist auch ja, deren gutes Recht. Sowas finde ich immer ganz cool. Wir haben sowas auch schon mal in Schweden gesehen, auch hier unten in Spanien. Und ich wollte euch zeigen, also hier direkt, sind noch mal Toiletten. Die vorne ist natürlich, kann man abends noch mal spülen. Hier kann man zum Beispiel sich noch mal Wasser holen. Also hier steht auch Trinkwasser, ne? Keine Spülung von WC-Tanks bitte. Also ja, auf sowas kann man wirklich mal Rücksicht nehmen und sollte man auf jeden Fall nicht machen. Und ja, Mops ist es eingefallen, was sie sagen wollte. Ja, welche Ausrüstung haben wir? Nicht jeder weiß das natürlich auch. Unsere Ausrüstung ist, wir haben drei Solarplatten oben auf jeden Fall drauf. Und das A190 Watt, also wir kommen insgesamt auf 570 Watt. Das ist schon richtig viel, meiner Meinung nach. Und wir haben 2000er Wechselrichter, wir haben 200 Amperestunden, da haben wir eine Lithium-Batterie drin und da kommt schon einiges zusammen. Ich muss mal ganz kurz hier nochmal zumachen. Hier ist immer so eine Kette. So, die habe ich zu, aber ich will natürlich nochmal hier runtergehen mit euch, weil gerade abends, wenn der Himmel so schön aussieht, also wir sind ganz, ganz stark von diesem Platz hier echt begeistert, das kann ich euch sagen. Und wir haben ja jetzt am Anfang gesagt, okay, wir bleiben zwei Nächte, also das können wir nicht machen. Also wir fühlen uns hier so wohl und hier sind auch mehrere Familien mit ganz kleinen Kindern, also so ein bisschen mehr als Milo, aber es gibt auch andere Familien, ja, wo der Mian hier super spielen kann. Und wir waren heute schön am Strand und eine Zuschauerin, die kam dann auch nochmal. Ich will euch hier nochmal zeigen, was wir hier gebastelt haben. Ja, da vorne, da sehe ich schon die Burgen. Der Mian und ich, wir waren ganz, ganz fleißig. Wir bauen dann immer noch so Wege dann rein, dass das Wasser reinläuft. Und das Wasser war tatsächlich herrlich. Also wir waren jetzt heute alle drin. Es hat richtig Spaß gemacht. Oh, der Mian hat hier schon einiges kaputt gemacht, aber das gehört dazu. Alles, was kaputt ist, kann man wieder aufbauen. Und jeder Tag, der endet, der kann auch wieder starten. Wir bleiben länger hier. Ihr hört von uns, von hier unten aus dem Süden. Liebe Grüße. Ist auch ganz schön windig jetzt. Bis dann. Ciao.